Also der Grund, warum Sie das Mitte 2020 schließen, hat, glaube ich, auch mit der Lebensplanung von Herrn Weiermann zu tun, den ich jetzt ins Gespräch holen möchte. Sie? Das hat damit nichts zu tun. Das ist okay, korrigieren Sie mich. Das sind feuerpolizeiliche Auflagen, okay, die da sind und die einfach sagen, die Verlängerung geht jetzt noch bis zum 30. Juni 2020 und danach ist eben diese Frist abgelaufen dafür. Okay, Verlängerung. Das heißt, Sie haben in der Zeit, in den 42 Jahren, in denen Sie vor Ort mit Ihrer Frau als Pächter arbeiten? Ja? Ich bin keine 42 Jahre Pächter, ich bin 22 Jahre Pächter, davor war ich 20 Jahre Geschäftsführer. Oh, ja, gut. Haben wir das auch klargestellt, aber wenigstens 42 Jahre vor Ort? Richtig. Auf jeden Fall. Das heißt, Sie haben die Entwicklung dieses Gebäudes ziemlich von Anfang an miterlebt. Wissen Sie noch, als Sie das erste Mal in die Stadthalle kamen, was hatten Sie da für einen Eindruck? Haben Sie sich gleich sozusagen verliebt? Nein, überhaupt nicht, in keinster Weise. Aber es war damals natürlich ein Tagungsort, wo wirklich hervorragende Politik gemacht wurde. Da kam Arafat am Abend, da war am nächsten Tag Herr Kohl, am nächsten Tag kam Brandt. Also es war schon sehr, sehr abenteuerlich. Eindrucksvoll, was Sie da auch für Prominenz gesehen haben. Richtig, genau. Jetzt ist nicht unbedingt die Prominenz, die Glanz da ein- und Gloria ausgeht. Ist weg, ja. Ja, okay. Lassen Sie uns mal auf die Habenseite gucken. Also Sie haben, das habe ich eben schon mal angedeutet, Kapazitäten, die beachtlich sind. Also der große Saal 900 Leute, der Parksaal 300. Gibt es was Vergleichbares hier in Bonn? Nein, gibt es nicht. Sie haben vergessen, also die Stadthalle hat 10 Nebenräume insgesamt. Ja, da kommen noch weitere Räume dazu. Und das ist natürlich für Tagungen ideal, wenn Sie eine Tagung haben, die Arbeitskreise bilden. Das gibt es nicht nochmal in Bonn. Ja, ich meine, in diesem Ensemble sind dann eben noch andere Räumlichkeiten, also Brunnensaal 70, machen Sie gerne weiter. Dann kommt der Sie kleine Saal noch dazu, der auch 240 Personen unterbringt. Dann kommt das Konferenzzimmer und es kommen noch kleinere anhängliche Räume dazu. Ja, weil in der Diskussion immer gesprochen wird, die kleineren Räumlichkeiten, wenn die wegfallen, die könnte man ja wahrscheinlich doch einigermaßen leicht hier in Bad Godesberg ersetzen, aber die großen ganz schlecht, ne? Nein, es gehört einfach zusammen. Sie können es nicht einzeln machen, Sie können keine Tagung machen, sagen, wir haben leider keine Arbeitskreise, dann kriegen Sie auch keine Tagung. Okay. Das geht nicht. Sehen wir das schon gleich vom Wirtschaftlichen her. Vom Preissegment her sind Sie auch einmalig hier in der Größenordnung? Richtig, ja. Erläutern Sie das vielleicht ein bisschen? Was haben wir denn sonst noch? Wir liegen natürlich im unteren Drittel der Preissegment. Einmal, weil das Haus alt ist und auch nicht mehr hergibt an Preisen. Das Zweite ist, die gibt es natürlich genug Gewerkschaften und sonstige Sachen, die tagen, die sich das einfach nicht erlauben können, diese großen Häuser wie das Maritim oder das WCCB, die einfach ein ganz anderes Preissegment fahren wie wir. Ja. Und das ist eben natürlich ausschlaggebend dafür, dass wir also eine gute Belegung haben im Moment. Genau, da sind wir dabei. Ja. Auslastung, da sind Sie ja einsame Spitze hier in Bonn. Ja, wir haben ca. 80% Auslastung, die ist zwar da, aber ob die alle bezahlen, ist natürlich die zweite Sache. Ne? Die Auslastung ist da. Erzählen Sie uns das mal, wer nicht bezahlt. Nein, nicht wer nicht bezahlt, sondern eben, da gibt auch viele Leute, die eben sehr günstig bei uns tagen können, beziehungsweise feiern können, weil das als Aufgabe immer schon in der Stadt hier war und es gibt viele Vereine, und die einfach sich das nicht erlauben können, teure Sachen zu machen. Okay, aber wenn wir vielleicht mal bei den Zahlen bleiben, mit was macht man in einem Ensemble wie der Stadthalle richtig gut Geschäfte? Man macht nur mit Tagungen Geld. Okay. Tagung ist das, was Geld bringt. Alles andere ist kostendeckend oder eben nicht oder defizitär. Tagungen, was haben Sie da für Kunden? Wer geht da bei Ihnen zum ein und Beispiel aus? Zum Beispiel das ZDK kommt zu uns, wir haben die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik, wir machen einen großen Außenhandel, wir haben alles, was also im Prinzip von der Bundeswehr da ist, die tagen bei uns, das sind Leute, die natürlich uns das Geld bringen. Mit Hinblick auf die Situation, dass Sie 2020 gehen werden und das schließen wird, auf jeden Fall, wir wissen jetzt warum, ist das Tagungsgeschäft jetzt ein bisschen schlechter? Ja. Laufen da Sachen aus? Die Leute laufen uns natürlich jetzt weg, die Leute suchen sich natürlich neue Tagungshäuser. Sie wissen, 2020 ist Schluss, also jeder sieht zu, dass er vorzeitig weg ist. Deswegen ist die Auslastung immer noch gleich hoch, aber die guten Geschichten laufen natürlich jetzt weg. Also das heißt, genau die Tagungskunden, genau das, was jetzt, also was uns Geld bringt in Godesberg, das ist was weggeht. Die Katholiken werden nächstes Mal nicht mehr hier tagen. Doch, die kommen noch, die bleiben sogar bis zum Schluss, aber die Bundeswehr zum Beispiel ist auf der Flucht.
Und nein, nein, eigentlich nicht. Es gibt schon eine Menge Tagungen, die einfach sagen. Nee. Okay. Ja. Ja gut, das ist für Sie wahrscheinlich auch schmerzlich, dass Sie dann jetzt zum Schluss das noch erleben, dass Ihnen die wirklich die fetten Fische wegschwimmen. Wie ein Ausverkauf im Moment, ja. Oh. Ja. Ja, dann lassen Sie uns zur aktuellen Situation kommen. Einmal 2020, was passiert mit Ihren Angestellten? Wie viel haben Sie? Wir haben 22 Festangestellte und ca. 40 Aushilfen. Das ist, die Leute wissen alle Bescheid, teilweise gehen sie in Rente. Teilweise gehen sie in andere Häuser, also neue Arbeitsstellen zu finden, ist unproblematisch in Gastronomie. Das ist gar kein Problem, die können morgen anders anfangen. Das ist jetzt nicht was, wo man sich Sorgen machen sollte, aber Sorgen sollte man sich wahrscheinlich um den Zustand der Stadthalle machen. Richtig. Sie sagen, seit 42 Jahren nie was richtig grundlegend dran getan? Also es wurde immer was gemacht, um Gottes Willen, das kann man von der Stadt natürlich nicht sagen, aber es wird seit 20 Jahren nichts mehr investiert. Es wird alles, was notdürftig noch gemacht wird, wird gemacht. Natürlich, es regnet nirgendwo durch. Es gibt immer wieder Sachen, die gemacht werden müssen, aber nichts grundlegend, um das Gebäude instand zu erhalten. Das Gebäude ist überall, ist Wasser, es ist durch das Flachdach gibt es überall feuchte Wände, die also im Prinzip meines Erachtens auch nicht mehr zu retten sind. Das wird einfach nicht in Angriff genommen. Das ist also als Grund 20 Jahre nicht mehr gemacht worden. Das hört sich dramatisch an und ich glaube, wir können das auch bildlich belegen. Mal ein Dankeschön an Juppie Schäfer, der diesen Film zur Verfügung gestellt hat für diese Veranstaltung jetzt auch. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Herr Beiermann, was da zu sehen war, sah ja fast aus wie Einschüsse. Was sind die schlechtesten Punkte in Ihrer Stadthalle? Wo es ist also so, dass man, der Gast sieht im Prinzip nichts. Alles, was der das Gast waren sieht, die Katakomben. Noch, das waren alles im Hintergrund Dinge, die einfach da nicht mehr in Ordnung sind. Das ist alles Katakomben, genau. Also der Gast sieht davon gar nichts. Der hat jetzt keinen Schaden davon, aber trotzdem, da unten sieht es ja ziemlich übel aus. Richtig, richtig, richtig. Das heißt, Sie sind sogar für einen Abriss des Gebäudes, obwohl Sie darin... Ich würde es abreißen und neu bauen. Ich glaube nicht, dass da viel zu retten ist. Ich nehme an, durch eine Sanierung würde es mit Sicherheit immer wieder ein nicht in Ordnung sein gefundenes Gebäude. Man sollte es abreißen und komplett neu bauen. Und dann auch anders technisch. Heute gibt es ganz andere Anforderungen wie vor 50 Jahren. Wir haben keine Lagermöglichkeiten, die Küche ist zu klein, die Vorbereitungsräume sind zu klein, es gibt keine Aufzüge, es gibt kein vernünftiges Saalbuffet etc. etc. Das ist alles meines Erachtens nicht machbar. Das ist einfach neu zu sanieren und zu sagen, wir machen so weiter wie bisher. Das geht so nicht. Das ist ja jetzt ein Tiefpunkt dieser Veranstaltung für den Veranstalter. Tja. Traurig zu hören, aber wenn sich einer auskennt in der Stadthalle, dann sind Sie das. Dann noch meine letzte Frage an Sie. Wenn die Stadt veranschlagt, dieses Gebäude oder dieses Ensemble zu sanieren für 28 Millionen Euro, finden Sie das realistisch? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Kosten da betragen. Das übertrifft meine Vorstellungen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber es bleibt immer ein altes Gebäude und es bleibt immer nur ein Behelf anschließend, meiner Meinung. Okay, vielen Dank, Herr Weiermann. Ich